Norman, zweiter Einsatz jetzt, schwieriger Punkt heute. Kann man damit zufrieden sein? Ja, ich denke, in unserer Situation kann man damit durchaus zufrieden sein. Und wenn man sich das Spiel anguckt, vielleicht mit Glück, geht noch ein Standard vorne rein, dann gewinnen wir das Ding 1-0. Aber der war auch wichtig für die Moral. Wir haben wieder als Mannschaft gezeigt, dass wir aus so einem Gegner wie Saarbrücke, der eigentlich um den Aufstieg mitspielt, der Paroli bieten können. Und von dem her sind wir hochzufrieden. Dadurch, dass eure Nummer 1, der Matthias Moritz, gesperrt war, hast du jetzt deinen zweiten Einsatz gehabt, wie ich schon sagte. Sag mal ein paar Worte dazu. Wie fühlt sich das an und was kann noch daraus werden? Was meinst du? Ja, natürlich als Spieler oder insbesondere als Torwart will man natürlich spielen. Und ich verstehe mich auch gut mit ihm und wir haben keine Probleme miteinander. Aber wenn ich spiele und wenn ich die Chance kriege, so wie jetzt, dann will ich auch zeigen, was ich kann. Und ich denke mal, letztes Jahr in Baling war es ein bisschen unglücklich, undankbar für einen Torwart. Aber heute war es eigentlich soweit ganz in Ordnung. Und zu Null ist immer gut und den Punkt, den nehmen wir mit. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe viele Chancen auf beiden Seiten gesehen. Hätte auch ganz anders ausgehen können, das Spiel. Was meinst du? Ja, schwierig zu sagen. Zum Schluss hin, durch unsere Standards waren wir immer gefährlich. Und Saarbrücken hatte jetzt zwei, drei Torchancen, ja, auch zum Ende hin. Aber ich denke, das 0-0 geht in Ordnung. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wir hätten zum Schluss noch den Lucky Punch gelandet durch einen Standard- und Kopfballtreffer. Aber ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte vor allem zum Schluss hin, also in der zweiten Halbzeit, den Eindruck, dass ihr ein bisschen nachgelassen habt. Wie siehst du das? Ja, ne, das sehe ich ähnlich. Die Saarbrücker haben gedrückt, die wollten halt auf Sieg spielen, ist ganz klar. Aber dass da die Kräfte nachlassen vielleicht bei uns so in der letzten 10 Minuten, Viertelstunde, kein Thema. Aber ich denke mal, wir haben trotzdem super dagegen gehalten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir hier den Punkt nach Hause gebracht. Die nächste Aufgabe heißt jetzt Hessen-Kassel auswärts. Was meinst du, wie wird diese Aufgabe zu bewältigen sein? Ja, ich denke mal, es wird genauso ein schweres Spiel wie heute. Und das Wichtigste wird auch sein, dass wir hinten defensiv gut stehen. Und wir haben heute gesehen, auch durch unsere Standards zum Schluss, da sind wir gefährlich und da können wir auch mal eins reinköpfen. Und da wir auch freitags anreisen, haben wir die Probleme nicht da mit den Strapazen samstags. Und wir können top vorbereitet samstags in das Spiel gehen. Die Situation ist ja jetzt sicherlich etwas schwierig, weil ihr auf einem Abstiegsplatz seid. Viel Druck da. Wie geht man mit der Situation um? Ja, Druck ist natürlich da, aber ich denke mal, wenn man bei uns im Training zuschaut, das spürt man nicht so. Bei uns ja, viel Spaß, locker, aber auch mit dem nötigen Ehrgeiz. Und bei uns sind viele ältere Spieler auch, die schon etliche Oberligaspiele und Regionalligaspiele auf dem Buckel haben. Sei es Aufstieg, Abstiegskampf, Ausstieg. Wir haben da schon alles mitgemacht und der Druck ist nicht größer, wie wenn man jetzt oben mitspielt oder im Mittelfeld steht. Das sehe ich jetzt kein Problem. Ich stelle mal eine freche Frage, ohne den Matthias Moritz angreifen zu können. Was meinst du, bahnt sich ein Wechsel im Tor an? Da kann ich nur sagen, das muss der Trainer entscheiden. Ich habe meine Leistung gebracht in den Spielen, in denen ich gespielt habe. Und der Ball liegt jetzt bei ihm. Ich kann es nicht beeinflussen. Norman, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ich dir auch.